Herzlich willkommen zum Silvester-Spezial hier in der Aquarellwerkstatt. Heute mit dem Thema Meet the Team. Das vergangene Jahr war für mich wieder ein sehr schönes Jahr mit sehr vielen tollen Erlebnissen, mit netten Menschen, die ich getroffen habe, auf ganz großartigen Reisen, die ich machen durfte. Daneben läuft, so wie immer, ja die Arbeit hier an diesem Kanal, die uns sehr viel Freude macht und wie ihr ja auch schon wisst, die gesamte Familie mit einbezieht. Diesen Silvester-Spezialfilm möchte ich einmal dafür nutzen, euch die Macher der Aquarellwerkstatt vorzustellen. Wir werden gleich gemeinsam schauen, wie so ein Film entsteht, was alles nötig ist, damit alle 14 Tage hier für euch solch ein Video bereitgestellt werden kann. Wir fangen gleich an und erklären euch die verschiedenen Kameras, die wir am Start haben und wie wir das genau machen mit dem Drehen und dem Filmen. Dann gehen wir nach oben zu Bela in den Schneiderraum und zeigen euch auch, wie die Audio, die Vertonung nachher auf den fertigen Film gesprochen wird. Zwischendurch melde ich mich noch einmal und erzähle ein wenig über die Projekte, die wir hier nächstes Jahr vorhaben. Es gibt ja ein neues Unterstützerpaket. Da zeige ich euch so ungefähr in der Mitte dieses Videos die drei ersten Motive, die wir malen wollen in den drei ersten Livestreams und erzähle noch mal ein wenig über dieses neue Angebot. Und jetzt nehme ich euch mit hinter die Kulissen und wir schauen mal, wie so ein Film hier entsteht. Hier sitze ich schon an meiner Skizze. Ich habe heute nur ein ganz kleines, skizzenhaftes Motiv vorbereitet, denn es geht nicht so sehr um das Malen heute, sondern eher um den Prozess, wie so ein Aquarellvideo hier entsteht. Ihr seht hier schon die Kamera, die rechts für die Nahaufnahmen zuständig ist. Es fehlt heute die Kamera, die normalerweise den Tisch von oben filmt und einen gesamten Blick über Motiv und Palette bietet. Diese Kamera haben wir heute schräg vor mir aufgebaut. Dafür könnt ihr meinen Mann Ingo gut beobachten, der um die perfekte Kameraeinstellung immer bemüht ist. Das ist schön. Kann ich da mal ein bisschen näher ran? Damit wir wirklich das Format füllen da haben. Für mich ist es beim Entstehen eines Filmes oft so, dass ich aus dem konzentrierten Fluss des Malens ab und an herausgerissen werde, weil an der Kameraeinstellung etwas gebastelt werden muss. Das ist für mich ziemlich lästig, garantiert für euch aber schöne Bilder und extreme Nahaufnahmen, wann immer das nötig ist. Am Beispiel dieser kleinen Möwenskizze können wir jetzt das Ringen um die beste Kameraeinstellung verfolgen. Die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt bekommen Skizze und Foto natürlich trotzdem wieder zugesandt. Und alle sind herzlich eingeladen, die kleine Möwe auch nachzumalen. Ich beginne mit einer wässrigen Lasur aus Cylinblau, Alizerin-Karmesin und etwas lichter Ocker und male das helle und doch recht farbige Federkleid der Möwe. Für den Schnabel verwende ich zunächst Cadmium-Orange, gebe ein wenig Rot hinein und dunkle auf der unteren Seite mit Alizerin-Karmesin ab. Auch die Möwenbeine male ich mit dieser Lasur. Die dunklen Federn auf der linken Seite füge ich jetzt mit Neutraltinte und ein wenig Lavendelblau ein. Einige Kanten werden sofort mit Wasser angelöst und weicher gestaltet. So, zwischendurch ein paar Worte dazu, wie es hier auf YouTube weitergeht in diesem Kanal im nächsten Jahr. Es wird natürlich nach wie vor alle 14 Tage ein kleines Lehrvideo geben mit ganz verschiedener Thematik. Es wird Basics über die Aquarellmalerei geben. Ich male ab und an ein richtig schönes Motiv hier vor. Das wird zusammengeschnitten, sodass es etwas zeitgerafft dann abläuft. Diese Videos sind kostenlos, so wie ihr es bisher hier auf dem Kanal auch schon kennt. Für unsere Unterstützergemeinschaft haben wir uns ja im nächsten Jahr etwas Neues einfallen lassen. Es gibt das 10-Euro-Paket mit einer monatlichen Unterstützung von 10 Euro. Helft ihr, diesen Kanal mit der vielen Arbeit, die da drin steckt, am Laufen zu halten. Dieses Paket ist vor allen Dingen für die Menschen gedacht, die sich sehr intensiv mit der Aquarellmalerei auseinandersetzen wollen und auch noch ein wenig mehr Lerninput bekommen möchten, als durch die kleinen Filme hier auf YouTube möglich ist.
Und deshalb ist das Angebot für diese Gruppe, also für die 10-Euro-Unterstützer, einmal im Monat, es wird eine Pause geben im Jahr, im Sommer und im Winter, also 10-mal im Jahr wird es einen Livestream geben, in dem ich in Echtzeit live ein Motiv male, welches sonst hier auf YouTube nicht gezeigt wird. Und ich hatte ja bei unserem letzten offenen Livestream im Dezember versprochen, dass ich über die drei ersten Motive schon mal hier berichte, damit ihr euch schon darauf freuen könnt, auf das, was euch dann ab Januar erwartet. Es geht im Januar los mit diesem Motiv einer alten Palazzo-Tür in Venedig. Wir hatten in einem Livestream, vielleicht erinnern sich manche von euch, eine ähnliche grüne Tür schon einmal gemalt. Das ist wieder die Technik Aquarell ganz anders, von dunkel nach hell. Aber diesmal ist es eben doch ein wenig komplexer. Wir haben noch eine schöne Wasserfläche. Wir haben diese Pali, nennt man sie, glaube ich, in Venedig, diese Pfähle, die die einzelnen Bildebenen miteinander verbinden. Und auch die Gestaltung dieser alten Mauerstrukturen wird, glaube ich, sehr viel Spaß machen. Dieser Livestream findet statt am 24. Januar. Das ist ein Dienstag um 19 Uhr und ist anzuschauen für alle UnterstützerInnen mit einem 10-Euro-Unterstützerpaket. Am 21. Februar geht es weiter mit diesem Motiv. Das ist ein Bild, was ich schon lange in meinem Kopf habe. Auf Spaziergängen in der Winternatur kann man häufig überschwemmte Äcker und Wiesen sehen und für mich immer ein sehr malerisches Motiv. Ich liebe diese hellen, spiegelnden Wasserflächen, die klare Form des Himmels und auch die Farbtemperaturverteilung von warm nach kalt. Ist etwas, was mich sehr dazu inspiriert, dieses Motiv zu malen. Also hier für alle Unterstützer in Echtzeit wieder mit einem Chat nebenher laufend, in dem ihr eure Fragen stellen könnt. Am 21. Februar kommt dieses Motiv. Der Livestream im März ist am 21.03. Das ist auch ein Dienstag. Ich habe versucht, diese Livestreams auf Dienstagabend zu legen. Es ist allerdings so, dass wir sie ja auf der Steady-Seite speichern. Ich verschicke auch vorher einen Link an alle die, die das 10-Euro-Paket gebucht haben. Und man könnte sich auch diese Links dann selber abspeichern und so alle Livestreams sammeln. Aber auf der Steady-Seite werden sie auch gesammelt und sind dann für alle die, die dieses Paket haben, auch jederzeit sichtbar. Im März malen wir gemeinsam dieses Motiv hier hinten. Das ist das Deckblatt vom diesjährigen Kalender. Einige werden das sicherlich kennen und darauf freue ich mich schon ganz besonders. Auch für die UnterstützerInnen mit dem 5-Euro-Paket gibt es Livestreams. Hier haben wir 4-mal im Jahr ein Projekt angedacht. An diesem Abend wird ein Motiv, welches ohnehin hier auf dem YouTube-Kanal als Kurzversion gelaufen ist, noch einmal in Echtzeit, also ungefähr 1,5 bis 2 Stunden wird das immer dauern, gemalt und ihr könnt im Chat dann dazu eure Fragen stellen. Dieser Stream ist offen für alle ab 5 Euro, also für die 5 Euro, 10 Euro und die 20 Euro Unterstützer. Die Livestreams für die 10 Euro Unterstützer, von denen ich vorhin sprach, sind natürlich für die Menschen, die uns 20 Euro Unterstützung jeden Monat bezahlen, auch geöffnet, das ist klar. Wir freuen uns natürlich auch sehr über eine Unterstützung mit 2 Euro und hierfür bedanken wir uns jedes Mal mit Skizze und Foto zum neuen Film auf YouTube. Mit einer etwas kräftigeren Mischung aus den Schattenfarben Alizarin Karmesin, Kobaltblau und auch ein wenig Zylinblau male ich die unteren Federn der Möwe noch einmal deutlich dunkler. Nach oben hin ins Federkleid wird mit Wasser angelöst. So entstehen ganz weiche Verläufe. Die Beine der Möwe werden im oberen Bereich dunkler gemalt, denn der Möwenbauch wirft hier einen deutlichen Schatten. Mein Pinsel möchte mit der Schattenfarbe in die verschiedenen Bereiche des Bildes tanzen, aber das ist meinem Kameramann jetzt gar nicht recht. Immer wenn ich ja, da bin, bist du woanders. Okay, also jetzt muss ich hier noch einmal an den Schnabel dran. Warte, erst muss ich da sein, sonst bringt das nichts. Vielleicht sogar noch mal scharf stellen und Helligkeit. Ja. Weiter geht es nun mit dem Auge. Ich male es zunächst mit Cadmiumgelb und setze dann die dunkle Iris hinein. Mit kühleren Blautönen kommt dann die schattige Augenhöhle darum herum. Auch hier löse ich mit Wasser wieder etwas an. Nun kann das Auge erst einmal trocknen und später werde ich hier noch Feinheiten einzeichnen.
Den Holzpfahl, auf dem die Möwe sitzt, male ich jetzt mit einer wässrigen Mischung aus Sienna gebrannt und Cylinblau. Hier versuche ich, den Pinsel schnell über das Papier zu ziehen, sodass eine teilweise aufgerissene Struktur entsteht. Ihr könnt hier in der Nahkamera gut sehen, wie genügend Wasser mit dazukommt und das Pigment nach unten fließt. Dadurch entstehen malerische Effekte ganz von selbst. So, jetzt mache ich hier nach rechts raus ein Seil. Ja. Mein Bild ist nun fast fertig. Hier links im Federkleid möchte ich eine kleine Helligkeit wieder herausholen. Ich feuchte den entsprechenden Bereich mit dem Kunststoffpinsel an und hebe mit einem trockenen Küchentuch ein wenig Farbe wieder heraus. Einen kleinen Schatten setze ich nun noch an die linke Seite der Möwenbeine und damit soll die kleine Skizze jetzt auch fertig sein. Jetzt gehen wir nach oben in den Schneideraum zu Bela und schauen mal, wie es jetzt mit unserem kleinen Film weitergeht. Wir sind jetzt hier an Belas Arbeitsplatz, ziemlich beeindruckend, wie ich finde, mit den drei Monitoren. Und hier werden jetzt die beiden Kameras und die verschiedenen Einspieler zusammengebastelt. Wenn die Rohfassung fertig ist, komme ich noch einmal dazu, um die Audio aufzusprechen. Dies machen wir immer zusammen, denn Bela muss hier genau wissen, welche Stellen im Film mir wichtig sind und was eventuell weggeschnitten werden kann. Hierfür verwende ich nun eine Mischung aus Sienna gebrannt und Cylinblau. Sind das granulierende Farben? Und ob, aber nicht von Daniel Smith. Sondern? Wenn das Video mit Film und Audio fertig ist, arbeiten wir noch am Thumbnail, am Titel des Films, an der Videobeschreibung und an der Auswahl der Musik. Ach ja, apropos Musik. Hier zeige ich euch noch ein Mitglied des Teams Aquarellwerkstatt, welches eher im Hintergrund die Fäden zieht. Und zum Beispiel für die wunderbare Trailermusik, die wir heute ganz am Anfang für euch live gespielt haben, verantwortlich ist. Wissen wahrscheinlich über meine Nochmal. Ganz locker bleiben. Das war's für heute aus der Aquarellwerkstatt. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.